Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Energieforum 2018. Lieber Herr Thomsen, ein Teil meines Lebens haben Sie geändert, den Kinobesuch. Schlange anstehen, auf Popcorn warten, war immer lästig und eklig gewesen. Na, wie teuer wird es denn werden? Da kann ich mir jetzt viele Gedanken machen, beruflich, was der Tipping Point dann letztendlich bedeutet. Herzlich willkommen zum, wie der Schasein auch eingeführt hatte, heute Mittag zum ersten Energieforum. 2018 Elektromobilität erleben. Ich würde Sie gerne einführen in das Thema Ladelösung, individuelle Ladelösungen für Unternehmen. Da muss ich Sie davor ein bisschen auf eine kleine Reise mitnehmen, dass Sie so den insgesamten Zusammenhang der Pfalzwerke ableitend zu den Ladelösungen für Unternehmen auch mitgehen können. Das Betriebswirtschaft, ich vermute als Ingenieur, erstes Semester, Produktlebenszyklus, ja, wie wir es, glaube ich, kennen, unterschiedlichen Phasen der Einführung, des Wachstums, der Reife, der Sättigung und der Degeneration. Ich glaube, das kennen wir von unterschiedlichsten Produkten. Und wir sehen eigentlich, dass wir heute den richtigen Zeitpunkt gefunden haben, mit dem Energieforum das Thema Elektromobilität aufzunehmen, weil wir schon sehen, dass wir im Bereich Elektromobilität im Vergleich auch vor ein, zwei Jahren da schon eine Riesendynamik gemacht haben. Ich denke schon mit den wesentlichen Kennwerten, die wir dazu brauchen, also Total Cost of Ownership, das, was der Kunde auch nachfragt, naja, ist denn ein Elektromobil oder ein Unternehmen nachfragt, ein Elektromobil vergleichbar von den Gesamtkosten wie der Verbrenner? Ja, da sind wir und bei bestimmten Fahrleistungen, die noch höher sind, dann auch kostengünstiger. Der zweite wichtige Punkt ist das Thema Henne-Ei. Ladeinfrastruktur wird ausgebaut, auch über das angesprochene 300 Millionen Euro Förderprogramm des BMVI. Da haben wir das Thema nicht mehr, dass wir sagen müssen, naja, kommen wir denn so weit von Ludwigshafen nach München oder nach Hamburg? Ja, das können wir realisieren, auch mit dem Thema Reichweite. Ich habe mich heute Mittag unterhalten mit den Fahrzeugherstellern, da können wir sicher fahren, der Amora, der im Anschluss den Vortrag hält, der ist aus Straßburg angereist, der fährt hin und zurück, ohne zwischenzutanken. Also da haben wir genau die Systematik, dass wir sagen, Elektromobilität macht ab heute Sinn. Und das schöne Wort auch von Herrn Thomsen, Vorbild sein, auch da Dinge zu initiieren und weiterzugehen. Und genau die Produktlebenszyklen, die kennen wir von unterschiedlichen Erfahrungswerten in Wesentlichen als Energieversorger auf das Thema Energie bezogen. Da kennen wir die unterschiedlichen Zyklen. Naja, die Heizungsstruktur hat mit Holz angefangen, dann über die Entdeckung von Kohle und Torf. Und kennen wir vielleicht noch die Kohle, die dann reingeschippt worden ist. Heizöl mit der Pumpen-Warmwasserheizung, Erdgas mit der Umstellung von Stadtgas auf Erdgas, Oldenburg die erste Stadt 1959. Dann die Anwendung von Stromdirektheizungen, auch das kennen wir noch im Wachstum und vielleicht in der Degradation bezüglich Nachtstromspeicherheizungen, elektrische direkte Fußbodenheizung, Pelletheizung sind neu aufgekommen, Wärmepumpe, Strom-Wärmepumpe und zukünftig, ja, das ist immer der Tipping Point. Wann erkennen wir es eigentlich, dass wir neue Technologien investieren müssen? Vielleicht Wasserstoff, vielleicht 100% Strom regenerativ Richtung Sektorenkopplung. Und das sind nur wenige Beispiele, wenn man es mal rauszieht. Naja, Kohleförderung kennen wir. Ich glaube, diese Woche haben die letzten zwei Zechen in Deutschland geschlossen. Jetzt gibt es noch dreieinhalb Jahre Restarbeiten, Aufräumarbeiten. Dann ist aber das Kohlethema klar und bei der Heizung schon länger vorbei. Peak-Oil-Diskussion, auch da wissen wir, der Wachstum und auch das Thema rauspressen der letzten Ölreserven aus Ölschiefern wird uns nicht lange helfen. Da wird es auch eine Veränderung geben. Das ist auch ganz interessant, dass es auch mal wieder einen Schwung nach oben und nach unten hat. Das sind Wärmepumpen, die mal in den 80er Jahren eine große Systematik hatten und jetzt aufgrund der neuen gesetzlichen Herausforderungen auch wieder Wachstumsanwendungen sind. Abschwenkend dazu Richtung Mobilität, das können wir auch bei der Mobilität letztendlich übertragen, zu sagen, naja, wie sind wir denn gestartet und links habe ich mich mal getraut freizulassen, vielleicht ist links das Jahr Null, aber die ersten Mobilitätskonzepte, ja, mit zu Fuß, zu Pferd, die dann abgelöst worden sind durch Kutsche, aber dann auch später Eisenbahn, elektrifizierte Eisenbahn
und Pkw-Verbrenner. Also da sehen wir eigentlich das, was Herr Thomsen auch beschrieben hat. Vielleicht können wir versuchen, aufgrund der Vergangenheit schon Indikatoren zu finden, um neue Technologien aufzunehmen. Da wissen wir eigentlich, das ist vielleicht noch ein bisschen zu grob, da müssen wir ein bisschen ins Detail reingehen, um vielleicht auch Entwicklungstendenzen zu erkennen. Und wenn wir da reingehen und ein bisschen reinzoomen, dann sehen wir eigentlich, ja, Vergleich von Wachstumskurven, von Eisenbahn, elektrisch, von Pkw-Verbrenner, da macht jetzt zeitversetzt Pkw elektrisch genau die gleiche Dynamik mit. Und die möchten wir mit der ersten Kurve, die ich kurz gezeigt hatte, bezüglich der Reifegrad des Wachstumsmarktes als Pfalzwerke auch aufnehmen. Interessant ist dann auch, wenn man so ein bisschen dann reinzoomt in so eine Grafik 1888, das erste Elektromobil von dem Ingenieur Flocken mit den technischen Daten, die man heute vielleicht draufschreiben würde, mit knappem kW, Leistung mit einem Leergewicht von 300 Kilogramm, mit 100 Kilogramm Batterie. Gut, die Geschwindigkeit, würde man sagen, 15 Kilometer pro Stunde, nicht ausreichend, aber ich glaube, damals war auch so die Angst gewesen, naja, über 30 Stundenkilometer, also schneller als eine Kutsche, da wird es dann auch lebensgefährlich, vielleicht hätte der auch schneller fahren können. 27 Wattstunden, Kilogramm Bleiakku, auch schon ganz gut, und die Reichweite mit 40 Kilometer, würde man sagen, naja, da waren wir schon ganz schön weit gewesen. Wenn man mal bei Wikipedia danach liest, ganz interessant, der Kaiser Wilhelm hatte tatsächlich schon 3 Elektroautos an seinem Fuhrpark gehabt, ganz interessant. Also die Dynamik von Produktlebenszyklen zu erkennen, wo stehen wir denn eigentlich und wo müssen wir vielleicht als Unternehmen auch einsteigen oder Sie vielleicht einsteigen, um den Markt auch mitzunehmen. Wichtig ist auch immer, das haben wir vorhin auch immer ein bisschen diskutiert, ja, natürlich müssen wir als Energieversorger auch immer das Thema Ressourceneffizienz und CO2-Carbon-Footprint mit berücksichtigen. Und klar ist von den unterschiedlichsten Systematiken, dass wir auch unterschiedliche CO2-Ausstöße haben, also die Carbon-Footprint und ja, den Verbrenner, wie man hinten sehen, der Edringer hat es gesagt, es ist vielleicht eine technische Zahl, die aber in der Realität vielleicht noch ein bisschen rechts rüber rauswachsend ist. Und es ist auch wichtig, weil die Themen Elektromobilität dann in die Vision der Pfalzwerke passen, nämlich dass wir die Lebensqualität der Menschen und den Zukunftswert ihrer Lebensräume steigern wollen. Das ist die Vision und die setzen wir um, die Vision in der Anwendung von unterschiedlichen Systematiken. Also ganz klassisch natürlich klar, das Thema regenerative Stromerzeugung, Windenergie, Biomasse, Kraft-Wärme-Kopplung, Photovoltaik, Geothermie, das sind die Erzeugungssystematiken, aber natürlich auch intelligente Stromnetze, Ökostromprodukte und neu das Thema Elektromobilität, was wir heute ja auch in der gesamten Runde hier diskutieren. Und da stehen wir heute mit dem seit 1912 als moderner, innovativer Multi-Utility-Anbieter und ein wichtiger Punkt ist garantiert für uns auch, der Edringer hat schon beschrieben, Herr Edringer, vielleicht können wir unsere zwei Controller mal zusammenbringen, wenn wir die Technik aufgelöst haben und da die Konzepte gut gemacht, vielleicht können wir wirklich sagen, dann geht es vielleicht nur noch ums Zahlungsziel, da können wir vielleicht nochmal einen Punkt nochmal organisieren. Ja, wir möchten der zuverlässige Partner sein für regionale, nationale und internationale Geschäfte. Wir sind mit einigen Produktfeldern auch international unterwegs bezüglich Photovoltaik. Wir haben ein breites, innovatives Technologierepertoire mit modernen Infrastrukturen und wichtig für uns ist, aus der Region zu wachsen, dort aus der Tradition heraus zu wissen, das können wir, um auch andere Themen aufzunehmen. Da würde ich gern mit Ihnen heute hin, nur als Impulsvortrag, wir haben draußen auch einen Ladepark aufgebaut, wo man mal ein bisschen spielen kann, ein bisschen beobachten kann. Wir können testen, wie denn Laden insgesamt auch funktioniert, dann würde ich gerne heute hin, wie gesagt, mit Ihnen, aber auch mit den ganzen Kollegen, zu sagen, naja, wie beobachtet man denn gerade das Marktumfeld? Ich habe schon eine kleine Einladung dazu gegeben. Was haben wir schon gemacht bei dem Pfalzwerk im Bereich Elektromobilität? Auch zu wissen, da haben wir die Erfahrungswerte, die wir auch gerne mit Ihnen teilen wollen. Für das Unternehmen, welche Lösung gibt es da? Da setze ich nur einen ganz kleinen Punkt, da können wir noch in die Fachdiskussion dann später im Foyer einsteigen. Ja, und den Ausblick, wo wir jetzt stehen, vielleicht kriegen wir noch eine zweite Kurve entwickelt, um auch da weiter Geschäftsmodelle zu entwickeln.
ist es unser Weg, der Pfalzwerk im Bereich Elektromobilität. 2012, der Herr Schasein hat es angesprochen, im Rahmen des 100-jährigen Bestehens der Pfalzwerke, Aufbau von 100 Pedelec-Ladestationen. Das ist auch interessant, 2012, da hat man die ersten E-Bikes vielleicht gerade mal so ein bisschen gesehen, aber naja, es war was für alte Leute gewesen. Heutzutage, wenn wir zu Fahrrad XXL Kalka gehen, das war jetzt keine Werbung, haben wir 40-50% der Räder eigentlich elektrisch. Wir wollen die Ladestation auch noch weiter ausbauen, um letztendlich genau die touristische Region auch insgesamt damit abzudenken. Es war wichtig gewesen in 2016, dass wir eine Arbeitsgruppe Elektromobilität gegründet haben, im Konzern interdisziplinär, um alle Themen aufzunehmen, von den technischen Themen, wie löst man denn Technik, von den rechtlichen Themen, die auch immer mit dazugehören, die Abrechnungsthemen, die Förderthemen, die Eichrechtsthemen, um da die Grundlage zu haben, um letztendlich, naja, BMVI, Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, hat dann relativ überraschend gesagt, erste Förderwelle zum 1. Mai letzten Jahres ist offen, Windhundprinzip, ihr könnt euch drauf bewerben, und haben damit dann angefangen in 2017 uns dort zu bewerben. Die Ladepunkte sind auch bestätigt werden in der Förderung, die setzen wir sukzessive um. Unser strategisches Ziel ist, bis 2020 auch wieder Zukunftsplan 350 Ladepunkte in der Region letztendlich flächendeckend installiert zu haben. Wir haben aber auch erkannt, über die Arbeitsgruppe damals ganz früh, dass die physische Ladeinfrastruktur mit dem Netzanschluss, mit dem Bau der Ladesäule eigentlich Elektromobilität erst da anfängt. Das Elektromobilitätsthema ist ein digitales Thema. Wenn Sie im Tesla gesessen sind, dann kommen Sie raus wie aus einem Cockpit. Das Display ist eigentlich das prägende Element in der Konnektivität und haben gesagt, da brauchen wir jemanden, mit dem wir auch individuell die digitalen Themen aufnehmen können. Da haben wir Freshmile gegründet, haben uns, glaube ich, ganz gut zusammengefunden, Anfang dieses Jahres in der Gründung und heute auch nochmal hier mit den Kollegen und Herrn Mohrer, um auch individuelle Abrechnungslösungen, was der Edringer auch angesprochen hat, auch entwickeln zu können. Wir sind derzeit dabei und morgen der große B2C-Tag, also für Privatkunden, das Thema Privatkunden aufzunehmen und heute unser Thema Produkte für Unternehmen. Da wollen wir ein bisschen zukünftig hin, zu sagen, wenn wir Ladeinfrastruktur für die unterschiedlichen Anwendungsfälle begriffen haben, dann wollen wir wieder einen Schritt weitergehen, zu sagen, naja, was könnten denn Mobilitätskonzepte sein, die dann intelligent umsetzbar sind. Das ist ein wichtiger Punkt, dass der Edringer hat es auch beschrieben, ja, Mitarbeiter tanken zu Hause und möchten nachladen beim Arbeitgeber. Da wissen wir von den sogenannten Schaufensterregionen in Deutschland, die 2012 bis 2014 Größenordnung gewesen sind, naja, dass ein Laden passiert, 40% noch zu Hause. Klar, wenn ich Residential habe, wenn ich eine Photovoltaikanlage habe, dann will ich schon auch zu Hause tanken. Aber lieber Arbeitgeber, ermögliche mir auch, wenn ich eine relativ weite Strecke habe, auch nachzuladen. Und ergänzend dazu wichtig, auch wenn es nur 20% sind, das Thema Reichweitenangst zu nehmen. Wenn du beide Strecken mal nicht so organisieren kannst, dann hast du immer noch die Möglichkeit nachzuladen. Und die Rollen wollen wir aufnehmen. Die Rollen wollen wir aufnehmen als Pfalzwerke, das Thema Ladeinfrastruktur und Abrechnungsdienstleistungen. Sicherlich nicht, dass wir Ladesäulen herstellen, auch nicht in der Politik, was Förderthematiken bedeutet. Wir können auch keine Autos bauen, zumindest derzeit nicht, sagen wir mal, auch wir bauen auch keine Batterien. Ja, das war jetzt wieder die 10 Jahre gewesen, Herr Thomsen. Gell? Aber die Rolle des Energieversorgungsunternehmens in den Marktrollen letztendlich die wichtige Rolle aufzunehmen, Ladeinfrastrukturen, Abrechnungsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ich fange mit dem unterwegs, mit dem Nachladen an, um zum Unternehmen laden zu kommen. Hatte kurz gesagt, die 350 Ladepunkte bis 2020, strategisches Ausbauziel. Warum? Wie vorhin kurz beschrieben, dass wir genau die Angst nehmen, was passiert denn, wenn ich liegen bleibe? Das ist momentan unser aktueller Stand. Im Wesentlichen gefördert über das BMVI, Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, aber auch in der Betriebsführung für zum Beispiel den Landkreis Kusel, der eigenständig Ladesäulen errichtet hat, also unterschiedlichste Modelle bei Autohäusern, wo wir schon, da sehen Sie die Rheinschiene, dort sehen Sie die Verbindungsachse an der A6 entlang Richtung Saarland, Frankreich und in der Westpfalz dann auch Richtung den Schulterschluss findend.
die Ausbaustrategie in der akquirierten Ladepunkte jetzt schon. Also wir haben noch nicht alle in Betrieb. Fast jeden Tag hat der Memmer mir heute Morgen gesagt, geht eine Ladesäule in Betrieb. Wollen wir dann mit dem Stand jetzt diesen Ausbaupfad öffentlicher Ladeinfrastruktur mit Schnellladern, mit normaler Ladern erreicht haben. Ergänzend zum öffentlichen Bereich, das Thema privates Laden, unser Anspruch, alles aus einer Hand, da wissen wir eigentlich beim Privatkunden, naja, ich will da nicht den Energieversorger fragen, ob ich jetzt 22 oder 11 kW laden kann, das eine ist Anzeige, das andere genehmigungspflichtig. Ich will nämlich nicht mit dem Installations- oder Hersteller unterhalten, welche Ladesäule ist richtig, sondern da wollen wir eigentlich das Thema alles aus einer Hand anbieten. Im Wesentlichen ja für Privatkunden mit eigenem Stellplatz. Mit den Notwendigkeiten, ja, wir brauchen erstmal eine Ladeinfrastruktur, wir brauchen die sogenannte Heimladestation, die Wallbox von einem Markenhersteller, auch hier in der Region mit der Lieferung und der Montage. Die Hausinstallation auch mit übernehmend, auch mit dem lokalen Handwerk, ganz wichtig für uns da den Schulterschluss. Es kann sein, dass man einen neuen Zählerschrank braucht, es kann sein, dass man einen zweiten Zähler einbauen, um intelligente Tarife organisieren zu können. Wir wollen Mobilitätstarife anbieten, wie gerade schon angesprochen, dass der Mobilitätsnutzer für sich auch sagen kann, ja, da will ich vielleicht durch einen unterbrechbaren Stromvertrag auch einen kostengünstigen Ladetarif bekommen. Und natürlich, ja, Laden müssen wir auch öffentlich einfach machen. Also das Thema Zugang zur Ladesäule muss einfach sein. Da ist die RFID-Karte, die Ladekarte momentan fast noch das einfachste System. Aber auch da, glaube ich, wie wir diskutiert haben, dessen, was wir heute bauen, in 5 Jahren haben wir vielleicht andere Systeme. Also ich habe so ein bisschen so das Gefühl, der Elektromobilist, der will eigentlich möglichst, ja, vielleicht Richtung induktives Laden, gar nicht aussteigen, dort wo ich stehe, dort wird geladen, ich will gar nicht raus und, sagen wir mal, das Kabel dann letztendlich anstecken und gegenseitig freischalten, sondern da wird sicherlich zukünftig noch einfache Wege. Aber heute haben wir den einfachen Zugang über die Ladekarte. Es macht nur dann Sinn, elektromobil unterwegs zu sein, wenn Strom, der bereitgestellt wird, auch regenerativ ist. Sonst haben wir genau die Wirkungsgraddiskussion mit 2% Lichtstärke auf dem Tisch, sondern da müssen wir eigentlich auch alle öffentlichen Ladesäulen versorgen wir auch regenerativ, aber auch für zu Hause wollen wir dem Privatkunden anbieten, ja, Elektromobilität mit Photovoltaikanlage, mit einem Stromspeicher, mit Smart Living, mit Smart Energy, dass wir letztendlich die 360-Grad-Lösung haben. Und das ist Unternehmerladen. Das ist das, was dann ergänzt von dem privaten Laden zu Hause, der dann zu seinem Arbeitsplatz fährt und das Unternehmen, wie der Herr Edringer beschrieben hat, naja, es kommt ein Kunde, der auch elektromobil anfährt. Es gibt Unternehmen mit Poolfahrzeugen, es gibt Mitarbeiterladen, also sind die Anforderungen sehr, sehr unterschiedlich, die man dann auch individuell letztendlich aufnehmen müssen. Und da kann ich es nur eigentlich von dem guten Übersicht von meinem Edringer auf einer hohen Flugebene noch mal kurz zusammenfassen. Tatsächlich ist eine Entwicklung eines Ladeparks beim Unternehmen nicht so standardisierbar wie die öffentliche Ladeinfrastruktur oder wie das private Heimladen, sondern da müssen wir tatsächlich ins Gespräch kommen, welche Anforderungen habe ich, was können wir heute realisieren und was können wir für die Zukunft zukunftssicher machen. Auch da das Thema ein bisschen von Vresia aufgenommen. Ja, es ist auch die Idee zu sagen, auf einem privaten Grundstück eine öffentliche Ladeeinrichtung zu installieren, die öffentlich zugänglich ist, sicherlich auch mit einem intelligenten Frontend-System, damit man die Ladestation auch im Überblick hat. Also eine Ladestation ist nicht nur physisch und ein Stromanschluss und verkaufen, sondern ich muss auch sehen, wie letztendlich der Betrieb ist, wie die Auslastung ist. Das können wir über ein Frontend-System realisieren, mit Ergänzung von Ladestationen für Mitarbeiter, für Poolfahrzeuge und in dem Angebot von unserer Seite, auch wenn das Unternehmen sagt, ja, ich will nicht alle Dinge selber machen, was auch eine standardisierte Störungsüberwachung ist, was eine regelmäßige Wartung bedeutet, dann Anbindung an ein Backend-System, wo wir dann letztendlich auch Zugriffsmöglichkeiten haben, Eingriffsmöglichkeiten haben, um auf Stationen zugreifen zu können. Und das ist ein wichtiger Punkt, das war auch ein Lernprozess auf meiner Seite gewesen,
eine Ladeinfrastruktur, wenn man in Mutterstadt auch mal vorbeifährt, naja, da denkt man, ist er einfach, dann haben wir irgendwo einen Netzanschluss, wir haben ein Betonfundament und stellen eine Säule drauf und irgendwie wird dann von bereitgestelltem Strom auch der Strom ins Auto reinkommen. Das ist nicht so. Und gerade im Unternehmensbereich profitieren Sie von unseren Erfahrungen. Wir brauchen dort ein Projektmanagement, nicht überfordernd, aber genau was der Edringer sagt, wir müssen am Anfang klären, Stakeholder, wer sind denn die Beteiligten, wen müssen wir dann mit ins Boot reinnehmen, mit welchen Ansprüchen, mit welchen Möglichkeiten. Wir müssen das Projektteam zusammenstellen aus unterschiedlichsten Fakultäten. Wir müssen uns einen Zeitrahmen setzen, wie gesagt, würden wir gerne auflösen. Und wir müssen Kickoff machen, um den nächsten Schritt anzugehen, nämlich die Analyse. Vorhandene Ladeinfrastruktur müssen wir vielleicht auch integrieren, wenn wir sehen, ein Unternehmen diskutiert auch mit uns über öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur. Steht vielleicht schon eine Ladeinfrastruktur der Pfalzwerke nebendran, macht es Sinn, also genau solche übergreifenden Konzepte mit zu entwickeln, um daraus dann die relevanten Maßnahmen dann abzuleiten, was in Zwischenbericht mündet. Es ist immer so, auf einer guten Baustelle, ein guter Bau ersetzt keine gute Konzeption, also da müssen wir auch für uns dann entwickeln mit unseren Erfahrungswerten, die Ladeinfrastruktur, wie soll die ausgestattet sein, welche Bezahlmöglichkeiten, welche Zugangsmöglichkeiten, gerade andiskutiert, öffentlich, halböffentlich, privat muss möglich sein. Wie wollen wir den Betrieb organisieren? Ist vielleicht das Unternehmen kompetent durch Elektrofachkräfte auch einen Betrieb in der Regelwartung selber zu übernehmen oder soll es durch die Pfalzwerke organisiert werden? Kommunikationsanbindung müssen wir festlegen, wenn wir zum Beispiel an das Backend anschließen. Wir müssen uns vielleicht Gedanken machen, wie machen wir Tarifierung, Mitarbeiterladen oder wenn die Säule öffentlich zur Verfügung gestellt wird. Das Backend hatte ich angesprochen und ja, vielleicht auch Finanzierungslösungen, die wir auch als Pfalzwerke auch im Bereich Ladeinfrastruktur anbieten. Und wenn wir die drei Punkte vorne gut und richtig gemacht haben, dann ist Projektierung und Umsetzung bis zur Inbetriebnahme schon der schönste Punkt. Dann haben wir die einzelnen Themen geklärt. Das Thema Förderung und Förderantrag haben wir vorher geklärt. Edringer hat es ein bisschen angesprochen, wenn wir öffentliche Ladeinfrastruktur auch bei Unternehmen errichten, dann muss es 24/7 öffentlich zugänglich sein. Genehmigungsthemen müssen wir organisieren. Wir müssen installieren, wie vorhin beschrieben, Betonfundament und aufstellen. Wir müssen in Betrieb nehmen und auch wichtig, Meldungen, Einträge bei der Bundesnetzagentur, damit nachher auch Ladeinfrastruktur öffentlich sichtlich und zugänglich ist. Kleiner Detailschwenk, deswegen vielleicht auch interessant, weil wir genauso einen Ladepark draußen aufgebaut haben. Interessanterweise, ich glaube, der Damann hat es gesagt, von Pfalzwerken innerhalb von 4 Stunden, also gestern stand noch gar nichts, heute Morgen bis 12 haben wir einen Ladepark aufgebaut mit Master Slave, dass wir unterschiedlich auch laden können. Also ich glaube, einen riesen Job da gemacht. Und das ist so ein kleiner Punkt in der Konzeption. Der Herr Edringer hat es beschrieben, naja, ich habe einen bestehenden Gewerbebetrieb, ich habe den Trafo ausgelegt auf eine mögliche, Leistungsabgabe, um den Betrieb zu versorgen. Aber der wird vielleicht auch nicht dann ausreichend sein, wenn ich unkontrolliert dann letztendlich noch elektromobil zulasse. Das ist mal so ein Lastgang, das können Sie ein bisschen sehen und interpretieren. Das sind 5 Tage, das heißt von Montag bis Freitag haben wir die Spitzenschicht von knapp 900 kW. Wir haben eine Grundlast von 400 kW und so ist auch der Trafo dann letztendlich ausgelegt, dass eigentlich die Leistungsspitze eigentlich nicht sein sollte, sonst müssen wir vielleicht andere Systematiken uns überlegen, im Betrieb nach Lastmanagement zu gucken. Aber dieses wäre gestört, wenn wir jetzt sagen würden, wir bauen jetzt Ladeinfrastruktur auf und stellen 3x50 kW Ladeleistung zur Verfügung, dann würden wir drüber liegen. Intelligent ist dann der Trafo oder das Managen von den Ladeinfrastrukturen, dass wir dann so das Master-Slave-Konzept einstellen, dass die maximale Leistung oder der zur Verfügung gestellte Strom dann nicht drüber hinausgeht. Ja, das ist mal so schön, was wir vielleicht draußen auch probieren können. Ich weiß nicht, was wir draußen alle sehen, aber ja, so ein kleiner Ladepark, den kann man unendlich natürlich auch verlängern. Wir haben eine Ladesäule auf dem Unternehmergrundstück, öffentlich zugänglich. Wir haben
zwei Wallboxen, zwei Mitarbeiter fahren ran, können eine maximale Leistung von 32 Ampere können wir dem Auto zur Verfügung stellen. Es wird auch bereitgestellt und die 80 Ampere, die uns insgesamt zugesagt worden sind im Lastmanagement, die werden nicht überschritten. Alles gut, bräuchte ich noch kein intelligentes Lademanagement. Es muss er nur dann intelligent werden, wenn alle drei Fahrzeuge 32 Ampere laden könnten, dann wären wir über die 80 Ampere, sodass jetzt das Lademanagement sagt, ohne Priorisierung, alle drei kriegen gleichzeitig so viel zur Verfügung gestellt, dass was passiert, die 80 Ampere Leistung nicht überschritten werden. Man kann natürlich auch, der Edringer hatte das gesagt, ja, ein Mitarbeiter oder ein Kunde sagt, ich habe einen Termin bei Faurecia und ich plan den zwischen 13 und 15 Uhr, da muss die Ladestation auch frei sein. Ja, das ist natürlich die erste Voraussetzung. Aber dann auch zu sagen, in dieser Zeit werden die 32 Ampere diesem Kunden oder dem Kundenparkplatz zur Verfügung gestellt und die restlichen werden dann wieder gemanagt, um wieder die 80 Ampere nicht zu überschreiten. Das als Zusammenfassung. Wir bieten an, wir möchten entwickeln, wir möchten mit Ihnen diskutieren, individuelle Ladekonzepte, Ihre Bedürfnisse, Ihre Anforderungen aufzunehmen, um daraus dann die Konzepte zu entwickeln. Unser Anspruch ist auch, das Thema schlüsselfertig auch zu planen, zu bauen und zu betreiben, alles aus einer Hand, den Betrieb effizient zu organisieren. Wie gesagt, in der Ansprache auch das vor einer Diskussion Störungsmanagement, Regelwartung darzustellen und das Abrechnungsservice nach Ihren Bedürfnissen auch organisieren zu können. Das ist unser 360-Grad-Anspruch, Konzept und Planung in der wichtigen Vorbeugung für nachher Baumängel oder positiv gesagt für eine effiziente Bauabwicklung, Errichtung und Inbetriebnahme, das Thema Betrieb und Lastmanagement. Wenn die Anlage gebaut ist, müssen wir, wie gesagt, den Störungsdienst organisieren, eine Regelwartung darstellen und das Abrechnungs- und Zugangsmanagement zu organisieren. Bisschen Ausblick, viel zum Diskutieren, gerne auch nachher, nur die Schlagworte, ja, andere Kommunen an Wohnungsbaugesellschaften sagen, naja, ich brauche auch ein Mobilitätskonzept für meine Stellplatzdiskussionen, was mache ich denn bei Tiefgaragen, wie kann ich integrieren, auch Mieterstellparkplätze, wie kann ich Quartierskonzepte entwickeln, vielleicht ein Fuhrparkmanagement und so diese Themenwelt, die entwickelt sich momentan parallel zu der Notwendigkeit von Aufbau von Ladeinfrastruktur. Da gerne auch in der Diskussion, welche Erfahrungswerte Sie mitbringen, wo wir vielleicht Anknüpfungspunkte haben. Und da würden wir Sie gerne mitnehmen, nämlich bitte wenden Richtung Zukunft. Wir sehen die Elektromobilität als Notwendigkeit für Klimaschutz im Verkehr. Das ist immer so ein großer Schlagwort, aber der steht, wenn wir die Themen ein bisschen bemühen können, Feinstaub, CO2, CO, NOx, dann brauchen wir da tatsächlich richtigerweise einen Wandel von Strom, von Elektromobilität auf Strom, aber regenerativ, nicht, dass wir die Emissionen dann woanders verlagern, raus aus der Stadt und zu Kraftwerken. Wir brauchen das Thema, um das Thema Sektorenkopplung voranzutreiben, die Integration von Strom, Wärme und Verkehr, um endlich mal die Themen integrativ zu betrachten und nicht jedes einzelne Punkt richtig zu machen, die Energiewende als Stromwende, aber wenn man da weiterdenkt und die Sektoren mal koppelt, ich glaube, dann haben wir es richtig gemacht. Wir wollen intelligenter Ausbau von Geschäftsmodellen. Wir beobachten, wir sind vielleicht intelligenter Folger. Wir sind nicht unbedingt der Entwickler, aber ich glaube, das machen wir intelligent. Wir würden gern Partnerschaften erreichen, um gemeinsame Ziele zu erreichen und das anbieten, uns gegenseitig dann auch mit Profis zu arbeiten. Die Schnittstelle, die würden wir gern mit Ihnen heute diskutieren, dass wir links dessen zur Verfügung stellen, was Erzeugung bedeutet, regenerativ, was Ladeinfrastruktur bedeutet und die Kopplung zu Ihnen als Unternehmen. Soweit, vielen Dank. Wir freuen uns auf den Austausch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und freuen uns auf die weiteren Gespräche. Dankeschön.